Servus, ich bin Alex von Liquid Life und ich nehme euch heute mit in die Welt der Rollentrainer. Worum geht's heute? Es geht darum, herauszufinden, was ein Rollentrainer ist, für wen dieser sinnvoll ist, was die Preisstruktur von den einzelnen Modellen sind und was ich an Zubehör benötige. Gehen wir kurz auf die erste Frage ein. Was ist ein Rollentrainer? Ein Rollentrainer ist ein Heimtrainer, den ich mir ins Wohnzimmer stellen kann, um zu Hause Fahrrad zu fahren, ohne das Fahrrad wirklich da auf die Straße zu bringen. Für wen ist dieser Rollentrainer sinnvoll? Natürlich ist er für alle Personen sinnvoll, die gerne Rad fahren und das nicht nur im Sommer bei gutem Wetter auf der Straße, sondern auch über den Winter hindurch. Was brauche ich an Zubehör für den Rollentrainer? Grundsätzlich brauche ich einfach nur den passenden Rollentrainer, der für mein Fahrrad passend ist und für meine Bedürfnisse passend ist. Heißt, ich besorge mir den Rollentrainer, spanne das Rad ein und kann direkt loslegen. Preisstruktur der einzelnen Trainer, die ist riesig. Wir haben eine Preisspanne von 150 Euro bis 1500 Euro. Da kommt es natürlich drauf an, was für ein Modell brauche ich und was ist wirklich für mich sinnvoll. Die wohl bekanntesten Rollentrainermarken sind Wahoo, Elite oder Elite, je nachdem, wie man es nennen möchte, oder Tax. Ich stelle euch heute die natürlich vor, die bei uns auch im Shop erhältlich sind. Es gibt einen großen Unterschied zwischen den einzelnen Modellen. Wir fangen mal hier vorne an und zwar sind das die klassischen Rollentrainer. Hier spannen wir einfach das komplette Rad rein und lassen das Hinterrad des Fahrrades sogar einfach auf dieser Rolle laufen und können direkt loslegen. Dann gibt es das zweite und zwar die Direkttrainer. Hier nehmen wir das Hinterrad raus und spannen die Achse direkt hier ein, haben den Antrieb direkt am Trainer liegen und dadurch haben wir natürlich eine wesentlich höhere Performance und können wesentlich mehr Druck aufs Pedal bringen. So, wir haben jetzt zwei Rollentrainer für euch aufgebaut, einmal von Elite und einmal von Wahoo. Ich habe mir auch direkt zwei Kollegen besorgt, die schon auf den Rädern sitzen. Wir haben einmal ein Mountainbike eingespannt in den Wahoo-Rollentrainer und einmal ein Rennrad in den Elite-Rollentrainer. Zeitaufwand zum Umbau, circa 2 bis 3 Minuten, einfach Hinterrad raus, Rad hinten auf den Rollentrainer spannen und lostreten. Das Ganze wäre natürlich super langweilig, wenn man einfach nur auf der Stelle fahren würde. Deshalb gibt es dazu verschiedene Apps von den gleichnamigen Anbietern oder alternativ coole Programme wie Swift und da gehen wir jetzt nochmal etwas genauer drauf rein und ihr beiden dürft schon mal anfangen zu treten. So, Maria fährt jetzt mit dem Elite-Rollentrainer, dafür gibt es auch eine wunderbare App. Da kann sie dann je nachdem, wie schwer sie den Widerstand haben möchte, einfach über die App den Schwierigkeitsgrad einstellen. Dementsprechend kann sie ihr Training gestalten. Was auch schön ist bei dieser App, du kannst auch Trainingspläne, Intervalltrainings für dich selber schreiben und danach trainieren. Nächstes Beispiel, um das Training ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten, wäre das Programm Swift. Damit ist der David gerade unterwegs. Das ist einfach ein Programm, das ein virtuelles Trainingsprogramm so gesehen. Die Rolle passt sich automatisch an die Verhältnisse in dem Programm an. Heißt, es geht berghoch im Programm, dann wird der Widerstand der Rolle auch wesentlich schwerer. Geht es bergunter, wird der Widerstand leichter. Man kann leicht ausrollen, trotzdem muss man die ganze Zeit dabei weiter pedalieren. Auch da ist es wieder egal, ob ich Mountainbike fahre oder Rennrad. Es ist mit allen kompatibel und kann wirklich für alle benutzt werden und es macht einfach nur Spaß, weil man automatisch Rennen gegen andere fahren kann. Man kann miteinander fahren und auch im Winter mit Kollegen auf dem Rad zusammen unterwegs sein. So, wie ihr gesehen habt, es ist mega einfach aufzubauen. Es dauert 2 bis 3 Minuten. Da ist es dann auch nur egal, ob es ein Mountainbike oder ein Rennrad ist. Und das Beste an der ganzen Sache, es macht auch noch mega viel Spaß. Entweder über die Marken-App oder halt über das Programm Swift, wo man interaktiv mit anderen Leuten unterwegs ist. Euch beiden auf jeden Fall schon mal vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt und wenn ihr wollt, dürft ihr tatsächlich jetzt aufhören zu treten und langsam vom Rad absteigen. Man sieht schon, dass ihr auch leicht ins Schwitzen gekommen seid. Perfekt, vielen Dank. Sehr gerne.